Es hat einfach nichts mehr geklappt, was ich probiert habe. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe den ganzen Tag nur noch ans Essen und nichts essen gedacht. Wirklich den ganzen Tag. Und du hast gesagt eben, man kann es eigentlich alles vergessen. Das Wichtigste ist, dass man im Kaloriendefizit ist. Und das war für mich eigentlich eine klare, logische Rechnung. Es bricht darauf alles hinunter ab, weil das ist einfach logisch. Wirklich, ganz ehrlich, dein Abnehmprogramm ist wirklich das Programm schlechthin. Weil es ist einfach, es ist logisch und es hilft. Und es hilft langfristig. Was hat dich denn genau gestört? Was war es denn, womit du Schwierigkeiten hattest? Und was hast du auch schon ausprobiert gehabt? Ich hatte kurz ein paar Kilo zugenommen, über ein paar Monate hinweg. Und es hat einfach nichts mehr geklappt, was ich probiert habe. Ich habe mir eingebildet, ich esse eh nichts, unter Anführungszeichen. Konnte klarerweise nicht stimmen, denn ich habe weder abgenommen oder teilweise sogar noch wieder zugenommen. Und ich hatte so viel Ideen und Anweisungen im Kopf, dass ich schon nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich befolgen soll. Soll ich in der Früh an nichts essen? Soll ich erst essen, wenn ich Hunger habe? Soll ich in der Früh an Apfelessig trinken? Soll ich einen Löffel Joghurt essen, um irgendwas anzukurbeln? Keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe den ganzen Tag nur noch ans Essen und nichts essen gedacht. Wirklich den ganzen Tag. Und da habe ich zuletzt jetzt gesagt, da war ich am Höchststand von meinen Kilos ever. Also nicht ever, als ich schwanger war, hatte ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber seit Jahren war ich da auf meinem Höchststand. Und dann habe ich aber Gott sei Dank dein Programm gefunden. Weißt du noch, was der ausschlaggebende Punkt war, dass du das nach einer anderen Methode geschaut hast? Weil du ja schon... so wie ich dich damals verstanden habe, warst du ja sehr dabei beim intuitiven Essen und dann hattest du da ja was gelesen. Weißt du noch, was das war? Es war so, dass ich damals in diesem Forum war, von dieser Gruppe, von diesem intuitiven Essen, und da kam wieder mal was. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren, er hat geschrieben, ich bin schon seit zwei Jahren dabei, und als Kommentar und sie hat sich dann selbst getröstet damit, ja, ich habe jetzt noch nichts abgenommen, nach zwei Jahren, ja. Aber mein Stoffwechsel wird sich schon wieder einrenken. Und als Kommentar gab es dann noch dazu, andere war seit Jahren dabei, vier Jahre noch länger. Und die hat auch gesagt, ja, das ist bei mir, ich habe auch noch nichts abgenommen, aber ich fühle mich super. Und das wird sich schon einrenken mit den Stoffen. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Man kann nicht jahrelang an jedem Mal noch nichts abnehmen dabei. Ich meine, ist das jetzt ein Wohlfühlprogramm oder ist es ein Abnehmprogramm? Und da bin ich dann kritisch geworden. Und da habe ich gedacht, oder das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann endgültig gesagt habe, jetzt ist aus. Und dann habe ich gegoogelt, Kritik, intuitives Essen. Und da kam ich dann auf dich. Und was hast du da gelesen oder was hat dich da angesprochen? Du hattest ein kurzes Video dazu, glaube ich, auf Instagram, dass mit intuitiven Essen das einfach nicht klappen kann. Dass den Leuten eingeredet wird, sie können essen, was sie wollen. Und das wird von irgendwelchen Leuten eingeredet, die für sich selber das eventuell funktioniert oder nicht, aber eigentlich kann das nicht funktionieren. Ja. Und ich habe mir deine Videos weiter angeschaut, auf YouTube, auf Instagram. Und da hast du auch mit einigen Diätmythen aufgeräumt. Und das alles hat mir einfach sehr zugesagt, weil... Das habe ich mir einfach schon vorher schon für mich innerlich gedacht, alles. Und du hast mir das einfach bestätigt. Gab es denn irgendwas, was da besonders rausgestochen war, was dir geholfen hat oder was dich da bestätigt hat in dem, was du schon beobachtet hast? Also du hast erwähnt zum Beispiel diesen langsamen Stoffwechsel, einen kaputten Stoffwechsel. Und den Stoffwechsel muss man ankurbeln. Dann auch dieser Drang und Zwang, was mich persönlich jetzt angesprochen hat, weil das kann ich jetzt auch nicht so gut, immer so viel Wasser zu trinken. Man muss 2-3 Liter Wasser trinken. Ich kann das nicht. Wenn ich das mache, ich fühle mich schlecht dabei. Das hat jetzt mich persönlich zum Beispiel angesprochen, ja. Und x Ratschläge, die man von diversen Diät-Coaches bekommt oder die man von irgendwelchen Büchern bekommt, dass man den ganzen Tag eben nur mehr an diese ganzen Ratschläge denkt und sich ständig nur um dieses Essen und Nicht-Essen beschäftigt. Und du hast gesagt eben,
man kann es eigentlich alles vergessen. Das Wichtigste ist, man ist eigentlich, dass man im Kaloriendefizit ist. Und das war für mich eigentlich eine klare, logische Rechnung. Es bricht darauf alles hinunter ab, weil das ist einfach logisch. Wenn es weniger isst, als du verbrennst, dann nimmst du ab. Das geht gar nicht anders, dass man dann eigentlich nicht abnimmt. Und wie viel das jetzt auch immer sei das jetzt 1000, 1500, was auch immer, ist natürlich individuell verschieden. Aber das war für mich einfach die pure Logik. Gab es noch was anderes, was dich da entweder angesprochen hat oder wo du dachtest, das möchte ich jetzt ausprobieren, weil man kann ja auch einfach selber Kalorien zählen, gucken, dass man im Defizit ist und das war's. Da scheint es ja noch mehr gegeben zu haben. Er macht es dann natürlich schon noch diese Vorschläge, dass man alles auch trackt. Weil das Größte, so wie ich ja auch gedacht habe, ich esse ja nicht viel. Da habe ich jetzt, weiß nicht, jetzt wird da ganz Salat gegessen und dann noch vielleicht, weiß ich, irgendwas. Aber wenn man sich das zum Beispiel dann zusammenrechnet und zusammentrackt, vielleicht drauf, dass der Salat irgendwie über 1000 Kalorien hat, ja. Da sind Nüsse drin und Lachs und Käse und da haut man halt alles rein, was im Kühlschrank drin ist. Aber man ist sich da nicht so bewusst. Und da kamt ihr ins Spiel, dass man sich einmal bewusst macht, was man wirklich isst, dass man wirklich darauf achtet, auf den Fettgehalt von den Lebensmitteln, weil Fett hat einfach viele Kalorien. Und eben, dass man dieses Food-Tracking macht und eben auch das Body-Tracking. Ich hatte 2 Wochen beginnend mit eurem Programm immer noch Angst, auf die Waage zu steigen, weil ich gedacht habe, da kommt jetzt eine Zahl und ich falle dann um. Ja. Aber es ist einfach eine gute Kontrolle. Und ihr nehmt dann auch die Angst weg, wenn man jetzt zum Beispiel einen Stillstand auf der Waage hat oder wenn man jetzt trotzdem im Defizit war und plötzlich hat man am nächsten Tag ein Kilo mehr. Es kann passieren. Und da sagt ihr dann wieder, wenn du im Defizit warst, du kannst nicht über Nacht ein Kilo zugenommen haben. Es ist fast ein Kilo Fett zugenommen haben. Sondern es müssen Wassereinlagerungen sein oder das ist halt Darminhalt. Und meistens oder eigentlich eh immer ist es dann binnen 2, 3 Tagen auch wieder ausgeschwemmt worden alles. Ja. Und da habt ihr mir sehr viel dieser Panik genommen vor der Angst und auch dieser Panik vor, man hat jetzt plötzlich einen halben Kilo mehr. Und das weiß ich jetzt, ja, ist halt Wasser. Oder war ich vielleicht 1, 2 Tage nicht am WC oder so. Was haben wir denn insgesamt alles erreicht soweit? Vielleicht das Wichtigste ist wirklich einmal die Kilos. Das waren 10 Kilo in 4 Monaten. Jetzt halte ich es eigentlich mehr oder weniger. Und ja, mit dem Körperfett ist es immer so eine Sache, aber es sind, glaube ich, schon an die 10% Körperfett, die ich auch verloren habe. Und eben, gerade erwähnt, dazu gewonnen auf jeden Fall diese Erkenntnis, ich track das Essen immer noch, ich bin schon über 6 Monate im Programm. Ich mag das einfach, mir gefällt das, das ein bisschen zu kontrollieren. Für mich ist das nicht mühsam, für mich ist das nicht lästig. Das zu tracken, dass man einfach eine Kontrolle hat, dass ich dadurch keine Angst haben muss, dass ich plötzlich jetzt wirklich wieder 5, 6, 7, 8 Kilo zunehme und dann war wieder alles umsonst. Das kann mir eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr passieren. Auch diese Angst habt ihr mir genommen, wie ich vorher schon erwähnt habe, wenn ich plötzlich einmal 1, 2 oder es kann auch vorkommen, 3 Kilo mehr habe, dass das jetzt in kürzester Zeit einfach fast auch nicht Fett sein kann, sondern das sind Wassereinlagerungen oder auch gerade durch monatliche Schwankungen, ja. Das habt ihr mir eigentlich genommen und somit kann ich jetzt in Frieden dahin leben wieder. Man ist ja auch so die Themen Essen, Figur, Körper, das waren alles so Sachen, die dich ja belastet und eingenommen haben. Mhm. Wie ist das denn jetzt anders als vorher? Also ein Gefühl oder woran beobachtest du, dass es einen Unterschied gibt? Weil ich einfach weiß, was ich zu tun habe. Weil ich einfach weiß, was ich essen soll und ich nicht darauf achten muss, dass man was isst, wo man gar keinen Hunger hat oder wieder umgekehrt oder wieder was essen muss, damit man den Stoffwechsel ankurbelt oder einfach, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich muss aufs Essen achten, ich muss einfach darauf achten, ich sollte darauf achten, viel Eiweiß zu essen, nicht zu viel Fett zu essen. Ich kenne circa meinen Grundumsatz, esse auf den hin oder wenn ich wieder mehr in der Abnehmphase bin, esse ich etwas darunter und somit kann ich das relaxed angehen. Ich habe meine gewissen Mahlzeiten,
ich habe einen gewissen Lebensmittel, das habe ich jetzt alles schon total eingestellt. Und da habe ich so meinen eigenen Plan im Kopf. Gab es denn am Anfang irgendwas, was dich skeptisch gemacht hat oder dir Sorgen gemacht hat? Entweder bei uns jetzt spezifisch oder auch bei anderen in dem Bereich? Generell wahrscheinlich, was jeder hat, die Befürchtung, wenn er was Neues anfängt, dass es vielleicht nicht klappt und vielleicht auch nicht langfristig klappt. Kannst du es ruhig ganz frei sagen, so wie du es denkst, weil manche Leute denken ja auch zum Beispiel, dass es ein Betrug sein könnte oder die einem gar nicht helfen können, weil das gibt es ja auch manchmal. Na, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Na, also Betrug und sowas, nein. Also ich, im Prinzip glaube ich an das Gute im Menschen. Es war nur auf mich persönlich bezogen, so ein Glaubenssatz in mir, ja, schauen wir mal, vielleicht klappt es eh nicht oder wirst dann vielleicht eh wieder rückfällig. Aber es hatte ich nicht lange. Ich hatte eigentlich ein großes Vertrauen in euch von Anfang an. Wie kam das? Also warum hattest du das Vertrauen von Anfang an? Wie gesagt, also viel geholfen haben diese kleinen, diese kurzen Videos, die du auf Instagram zum Beispiel hattest. Erstens einmal fand ich da viele Wahrheiten drinnen oder eigentlich alles Wahrheiten drinnen. Ich fand dich da sehr sympathisch und ich fand auch dein Buch sehr gut. Das habe ich bevor ich gestartet habe, das Programm schon in ein, zwei Tagen durchgelesen. Und somit ging ich da eigentlich zu 98% positiv an das Programm heran. Wie würdest du sagen, ist der Unterschied jetzt zwischen dem Buch versus das im Programm zu machen? Das Buch ist schon mal sehr gut, aber klar, das Coaching-Programm und das Programm, das geht natürlich schon noch mehr in die Tiefe mit speziellen Lebensmitteln, was man essen kann oder Tipps, was gut ist, was man machen kann. Es geht auch noch in die Tiefe mit der Gefühlsebene, mit emotionalen Essen. Da geht es noch mehr in die Tiefe mit diesen inneren Kind-Übungen. Das fand ich übrigens auch sehr exzellent, weil es scheint so wirklich, dass was in der Kindheit passiert ist, das scheint wirklich so zu sein, dass das die Probleme, dass es eigentlich alle erwachsenen Probleme lösen kann. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch auch, ja. Konntest du da auch schon was Spezielles draus ziehen? Also gab es da noch was in einem anderen Bereich außerhalb von jetzt auch Figur, Essen, Körper, wo du was anwenden konntest davon und gemerkt hast, dass das klappt? Ja, ich habe da einige Verhaltensmuster gefunden, die meine Eltern gegenüber mir hatten und die ich gegenüber anderen Personen angewendet habe und ich mich eigentlich ziemlich dafür gehasst habe, dass ich das auch mache. Und durch das Niederschreiben im Arbeitsbuch habe ich entdeckt, oh mein Gott, das haben ja die mit mir gemacht. Schrecklich. Jetzt dann konnte ich damit aufhören, diese Verhaltensmuster selbst anzuwenden. Freut mich, weil finde ich richtig gut, wenn man dann merkt beim Verhalten, man kann auch noch andere Sachen beeinflussen. Da hast du ja sogar noch mehr mit draus mitgenommen. Ja, also das war echt befreiend, ja. Wem würdest du das Programm denn empfehlen und warum? Besonders würde ich das Personen empfehlen, die so wie ich eigentlich viel über Diäten wissen, viel probiert haben und es im Endeffekt dann nicht klappt und mal eine einfache Führung brauchen, eine einfache Lösung brauchen, um einmal wieder sozusagen runterzukommen von dem Ganzen. Einmal einfach wieder mal Klarheit, einmal einfach den Kopf einmal kurz auf Reset machen und jetzt wieder mal von vorne anfangen. Einmal einfach alles vergessen von der Vergangenheit, was man weiß. Und für die ist es vielleicht umso wertvoller, das zu machen. Warum? Weil du Klarheit in das Ganze gebracht hast. Wenn du Klarheit in mein persönliches Abnehmprogramm gebracht hast und einfach Klarheit in meinen Kopf gebracht hast, und ich jetzt befreit bin von all diesen Diätlügen und Vorschriften, die man sonst bekommt, die im Endeffekt gar nichts gebracht haben, wie man sieht. Kurzfristig, aber nicht langfristig. Freut mich. Du kannst auch sehr stolz darauf sein, dass du das dann direkt so angenommen und umgesetzt hast, weil das ist ja auch nicht leicht. Es ist ja immer noch die Entscheidung, das dann auch wirklich machen zu wollen und es dann wirklich zu tun. Was ich noch sagen will, bei euch ist es auch nicht auch noch eine richtige Mischung zwischen. Man kann machen, was man will und nicht zu streng, weil man kriegt Richtlinien vorgeschrieben, was man tun und machen kann und soll, nicht muss natürlich, aber man bekommt jetzt nicht einen strikten Diätplan
vorgeschrieben, Frühstück, Mittag, Abend und Snacks, weil das kann ich nicht, ja. Also das kann man machen, wenn man Privatkoch und selbst einen Ernährungsberater zu Hause sitzen hat, die dann den ganzen Tag für dich das vorbereiten. Und deshalb fand ich das gut, dass man gewisse Freiheit hat, dass einem der Rahmen gegeben wird, was man tun soll. Klar, umsetzen muss man es dann selber. Super. Wie hast du denn reagiert, als du die Investitionssumme gehört hast? Ganz ehrlich, ich dachte mir schon, okay, das ist jetzt nicht wenig für etwas, wo ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, was das dazu kommt. Diese Summe vorab zu bezahlen, wäre jetzt schon viel, aber es gab ja auch das Angebot, dass man das monatlich zahlt und das fand ich dann sehr in Ordnung. Wann wusstest du denn, dass sich die Investition gelohnt hat? Eigentlich vom ersten Tag an weil ich schon eben dank deiner Kurzvideos, dank deinem Buch eigentlich schon viel innerlich bei mir beruhigt hat. Ja, und dann, als das Programm gestartet ist und spätestens, als ich im ersten Monat schon 4 Kilo abgenommen habe. Also für mich ist das viel, weil ich war jetzt nicht schwer übergewichtig. Ich hatte, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, ich hatte so eine 70 Kilo bei 1,70 Meter. Und da hatte ich im ersten Monat 4 Kilo abgenommen, im zweiten Monat weitere 2-3 Kilo und das ging zack, 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 ja. Und da war sonnenklar, dass sich das gelohnt hat. Die Kleidergröße hat sich wahrscheinlich verändert. Ich würde sagen, um sicher 2 Konfektionsgrößen und teilweise auch um 2 Jeansgrößen. Weißt du, bei Jeans ist es schwieriger zu sagen, weil ich musste mir jetzt nicht komplett die neue Garderobe kaufen, weil Jeans sind ja so stretchig. Und die passen mir eigentlich jetzt immer noch. Sie sind halt einfach ein bisschen gemütlicher. Aber ich habe dann auch Jeans bestellt, der Größe 26. Mhm. Vorher Standard 28, 29 und Konfektionsgröße, also 36er passt mir echt bequem. Ich kann mich auch in eine 34 reinquetschen. Und da möchtest du, also bist du jetzt so glücklich oder verfolgst du es ja noch weiter, wenn ich es richtig verstehe, oder? Wenn ich noch 1-2 Kilo runter kann, bin ich super happy. So wie ich jetzt auch bin, bin ich auch happy. Weil ich gehe zu meinem Schrank und es passt einfach alles. Es ist jetzt mittlerweile schon fast ein Problem, weil ich möchte im Urlaub alles mitnehmen, weil alles gut passt. Das also freut mich und das schneiden wir auch nicht, glaube ich. Da haben wir wieder Übergepäck. Es gibt ja viele Leute, die überlegen sich, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Würdest du für die noch irgendwas hinzufügen? Würdest du irgendwas an die spezifisch noch sagen wollen? Wirklich, ganz ehrlich, dein Abnehmprogramm ist wirklich das Programm schlechthin. Weil es ist einfach, es ist logisch und es hilft und es hilft langfristig. Und ich habe meine echte Meinung kundgetan und ich habe wirklich auch für das Programm bezahlt und daran teilgenommen.